Im letzten Clip haben wir uns ein Bild davon gemacht, wie das Immunsystem insgesamt funktioniert. All diejenigen, die sich das Video Immunsystem verstehen noch nicht angeschaut haben, den würde ich empfehlen, dort vielleicht vorher noch mal reinzugehen. Es ist nicht zwingend notwendig für dieses Video, aber es ist hilfreich, weil dann viele Dinge, die ich hier heute beschreibe, einfach noch verständlicher werden oder leichter verstanden werden können. Also, heute nun wollen wir uns anschauen, welche Faktoren unser Immunsystem beeinflussen können. Wie das Nervensystem durchzieht auch das Immunsystem den gesamten Organismus. Im Prinzip kann man sagen, steht es mit allen Organen in Verbindung. Daraus ergeben sich natürlich komplexe Wechselwirkungen, aber auch Möglichkeiten der Beeinflussung. Da wir ja diese ganze Videoserie unter der Rubrik Anti-Panik-Vorlesung laufen haben, nach dem Motto, viel Medizin verstehen und dann auch keine zu große Angst haben müssen, selbst dann, wenn so etwas wie eine Pandemie uns gerade bedroht. Also, weil es eben eine Anti-Panik-Vorlesung ist, starten wir mit dem Thema Stress, beziehungsweise mit der Fragestellung, wie sich Stress auf das Immunsystem auswirkt. Sie verzeihen mir, wenn ich hier nur eine Auswahl der vielen Prozesse darlegen kann, denn zu groß ist dieses Gebiet. Aber ich hoffe, es wird ausreichend sein, um Ihnen einen guten Einblick zu gewähren und um Sie so weit zu rüsten, dass Sie viel Gutes für sich selbst tun können. Die Tatsache, dass ein chronischer Stress in der Lage ist, eine latente Virusinfektion wieder aufflammen zu lassen. Herpes ist ein wundervolles Beispiel dafür. Das ist ein klarer Hinweis für die Beeinflussung des Immunsystems durch das zentrale Nervensystem. Es gilt heute als erwiesen, dass ein kurzzeitiger, akuter Stress das Immunsystem stimuliert. Zum Beispiel die natürlichen Killerzellen nehmen zu. Dagegen aber führt länger anhaltender, chronifizierter Stress zu einer Hemmung des Immunsystems. Es kommt zur verminderten Bildung sowohl der B- wie auch der T-Lymphozyten wie auch der natürlichen Killerzellen. Lange Zeit ging man davon aus, dass das periphere Immunsystem nicht in der Lage sei, in das Gehirn einzudringen. Begründet wurde das Ganze durch die berühmte Blut-Hirn-Schranke. Heute wissen wir, dass sowohl Monozyten, Makrophagen wie auch T-Zellen in der Lage sind, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren und das zentrale Nervensystem, das Gehirn, zu beeinflussen. Übrigens, Ähnliches gilt auch für die Zytokine. Das waren diese berühmten Botenstoffe oder Modulatoren des Immunsystems. Auch sie sind in der Lage, durch die Blut-Hirn-Schranke und an anderen Stellen auch das Gehirn zu beeinflussen. Dazu später noch mehr. Auf der anderen Seite nimmt aber auch das zentrale Nervensystem sowohl über die Stresshormone wie auch über das autonome Nervensystem starken Einfluss auf die Immunfunktion in der Peripherie. Der zentrale Mechanismus, durch den der Körper auf Stress reagiert, ist die berühmte Cortisolachse. Sie besteht aus dem Hypothalamus im Zwischenhirn, der Hypophyse, also der Hirnanhangsdrüse, und der Nebennierenrinde in der Peripherie. Der Hypothalamus bildet ein Hormon, ein Botenstoff, CRH wird das genannt. Dieses stimuliert die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse,
zur Ausschüttung von ACTH. Und dieses ACTH wiederum führt dann in der Nebennierenrinde zur Produktion und Freisetzung von den berühmten Glukokortikoiden. Und der Hauptvertreter in unserem Körper ist das Cortisol. Cortisol reguliert nicht nur Stressreaktion und Stressstoffwechsel. Cortisol beeinflusst zahlreiche Zellen des Immunsystems. Nicht ohne Grund kommen sie seit Jahren schon als Medikamente zum Einsatz, und zwar als Medikamente zur Eindämmung von Entzündungsprozessen. So hemmt das Cortisol unter anderem die Aktivität der natürlichen Killerzellen und der neutrophilen Granulozyten. Es erschwert die Wanderung der Entzündungszellen und hemmt die Histaminfreisetzung. Es unterdrückt die Interleukinproduktion in den Makrophagen und dendritischen Zellen. Wir haben ja gelernt bei der Immunologie-Vorlesung, dass diese dendritischen Zellen und die Makrophagen ja die spezifische Abwehr erst in Gang setzen, da sie ja den T-Zellen die Antigene der Erreger präsentieren. Und wenn Cortisol das schon erschwert, dann heißt das, dass der ganze Prozess hier sozusagen gehemmt wird. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Insbesondere, wenn das Cortisol sich auf einem hohen Level bewegt, im Rahmen eines chronischen Stressgeschehens, beeinflusst es die Aktivität der verschiedenen T-Helferzellen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes und für unsere Gesundheit ganz Wichtiges. Kurze Wiederholung. Im Videoclip Immunologie verstehen haben wir das schon kennengelernt. Die T-Helferzellen, auch CD4-Zellen genannt, teilen sich nach ihrer Aktivierung entweder in eine TH1 oder eine TH2-Zelle. Normalerweise arbeiten TH1 und TH2-Zellen, man kann sagen, arbeitsteilig. Das heißt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, und es besteht auch eine gewisse Balance zwischen ihnen beiden, da sie sich auch gegenseitig regulieren. Insbesondere bei länger anhaltender Stressbelastung wirken sich die Glukokortikoide, sprich Cortisol, hemmend auf die TH1-Zellen, und jetzt kommt's, dafür aber stimulierend auf die TH2-Zellen aus. Okay. Noch einmal, Cortisol wirkt auf die T-Helferzell-Subpopulationen unterschiedlich. Während es die TH1-Zellen hemmt, werden die TH2-Zellen stimuliert. Man könnte auch sagen, die T-Helferzell-Balance wird in Richtung der TH2-Aktivität verschoben. Für die Profis unter Ihnen, es findet ein TH1-TH2-Shift statt. Das klingt erstmal ganz harmlos, ist es aber nicht. Was heißt das konkret? TH1-Zellen sind über ihre Zytokine, die sie bilden, beteiligt an der Wundheilung, an der Zerstörung von Tumorzellen und in unserem Corona-Kontext ganz wichtig, TH1-Zellen sind beteiligt an der Abwehr von Erregern, die in Zellen wüten. Das sind natürlich vor allem die Viren. Und genau diese Abwehrfunktion dieser TH1-Zellen, die wir für die Virusabwehr brauchen, diese Funktion wird durch Cortisol gehemmt. Doch nicht genug damit. Die TH2-Zellen, so sagten wir, werden durch Cortisol ja stimuliert. Eine der wichtigsten Funktionen der TH2-Zellen besteht darin, die B-Lymphozyten, die B-Zellen, dazu zu bringen, Antikörper zu bilden.
doch nicht irgendwelche Antikörper. T-Helferzellen Typ 2 regen besonders gern die Bildung von Antikörpern der Klasse IgE an. IgE, IgE, da war doch was? Ja. Die Antikörper der Klasse IgE sind an allergischen Reaktionen stark beteiligt. Somit fördert dieser Th1-Th2-Shift als Stressfolge das Auftreten allergischer Reaktionen. Nun bringen wir noch die zweite Gruppe von Stresshormonen ins Spiel, nämlich das Noradrenalin und das Adrenalin, die im Gehirn, im sympathischen Nervensystem und im Nebennierenmark der Peripherie gebildet werden. Auch sie fördern den Th1-Th2-Shift. Ich fasse noch einmal zusammen. Belastungen wie zum Beispiel Traumata oder auch Angst oder Bedrohtheitsgefühle oder Existenzsorgen oder insgesamt Situationen erlebter Ohnmacht lösen in unserem Organismus starke Stressreaktionen aus. Wird dieser Stress als nicht kontrollierbar erlebt, so kommt es zu einem erhöhten Cortisol-Level. Und das führt unter anderem dazu, dass es zu einem Th1-Th2-Shift kommt. Th1-Zellen werden gehemmt, Th2-Zellen werden stimuliert. Noradrenalin und Adrenalin unterstützen das dann und verstärken es noch. Das Ergebnis: eine Schwächung der Infektabwehr und dafür eine Verstärkung der allergischen Disposition. Nein, wir sind noch nicht am Ende. Nicht genug damit. Es geht noch weiter. Besteht nämlich diese Cortisolbelastung, die ich gerade beschrieben habe, über sehr lange Zeiträume, so kann das Ganze in sein Gegenteil umschlagen. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, die berühmte Cortisolachse, kann nämlich nach Jahren, man kann nie genau vorhersagen, wann es bei einem Menschen geschieht, diese Achse kann erlahmen. Die Folge wäre dann ein Cortisolabfall. Ein zu viel an Cortisol ist wahrlich nichts Gutes. Ein zu wenig, glauben Sie mir, mindestens genauso problematisch. Was geschieht nämlich? Denn wenn nun das Cortisol fehlt, und wir haben ja gelernt, dass ein wichtiger Effekt des Cortisols in seiner entzündungshemmenden Wirkung liegt, fehlt das Cortisol nun, so kommt es zu ausgeprägter Entzündungsneigung, die unter anderem dazu führt, dass im Rahmen von Infektionen nun Komplikationen viel stärker ausfallen. Also wir haben bei Infizierten, bei Menschen mit einer Infektion viel schwerere Verläufe. Weshalb? Weil das Cortisol fehlt, um die Entzündungsgeschehen im Rahmen der Infektion einzudämmen. Und deshalb haben Menschen mit einem niedrigen Cortisolspiegel oft sehr schwere Verläufe im Rahmen von Infektionen. Allgemein führt dieser erhöhte Entzündungsstatus auch zu einer starken Zytokinfreisetzung. Das waren die Botenstoffe des Immunsystems. Zytokine können nun an sensiblen peripheren Nerven des berühmten Nervus vagus andocken und so das Gehirn ungünstig beeinflussen. Ein hoher Zytokinspiegel zeigt sich normalerweise im Rahmen von Infektionen. So kennen alle das Gefühl der Müdigkeit, der Abgeschlagenheit und dieses Ruhebedürfnis, was einen überkommt. Das entwickeln diese Menschen hier dann ständig, weil ihr Zytokinspiegel durch das Fehlen des Cortisols auf einem zu hohen Level sich eingependelt hat.
Und last but not least, zu allem Übel kommen Zytokine auch noch in das Gehirn hinein. Sie vermögen sozusagen das Gehirn zu erreichen, trotz der Bluthirnschranke. Und dort hemmen Zytokine Enzymsysteme, die wir für die Bildung von Serotonin und Noradrenalin benötigen. Und wenn diese beiden Botenstoffe im Gehirn fehlen, dann ist die Folge eine Förderung depressiver Symptome und von Schmerz. Zusätzlich zu all diesen hormonellen Prozessen ist das Gehirn über das vegetative oder autonome Nervensystem, hier speziell mit dem Sympathikus, mit den lymphatischen Organen der Peripherie auch direkt verbunden. Dabei wird von den Nervenzellen vor allem über den Botenstoff Noradrenalin auch, da werden auch T- und B-Lymphozyten wie auch natürliche Killerzellen und Makrophagen erreicht, weil sie alle Rezeptoren besitzen für das Noradrenalin. Auf diesem Wege nimmt das autonome Nervensystem regulierend, das heißt teils aktivierend, teils hemmend, Einfluss auf das Immunsystem, was sich bei chronischer Stressbelastung aber insgesamt ungünstig auswirkt. Schon dieser kurze Blick auf das oder auf die Stressimmunologie zeigt sehr deutlich, wie weitreichend sich der Einfluss massiver und chronifizierter Stressbelastung auf das Immunsystem auswirkt. Ein Leben ohne Stress ist nicht möglich. Aber physiologisch und psychologisch belastend wird vor allem unkontrollierbarer Stress empfunden. Das heißt Situationen, in denen der Organismus den Stressor nicht durch aktives Verhalten vermeiden oder kontrollieren kann. Für unsere Stressregulation heißt das, es gilt, so belastend die Situationen auch sein mögen, alles uns Mögliche zu tun, um Ohnmachtsempfinden nicht entstehen zu lassen. Denn Ohnmacht bedeutet Handlungsunfähigkeit. Ein Zustand, der Psyche, Gehirn und Körper extremst belastet. Sich die Handlungsfähigkeit zu bewahren, ist das oberste Gebot. So klein der Spielraum auch sein mag, sollte genutzt werden und Stück für Stück erweitert werden. Tipps, wie sich Handlungsspielräume erweitern lassen und die Beschreibung weiterer Faktoren, die Einfluss auf das Immunsystem nehmen, finden Sie in weiteren Videoclips auf unserem Kanal. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Clip.